Und damit, was? Blackie? Okay, normalerweise ist Zwergi immer unterwegs in weitgereist, aber gut. Spielen wir auch mal Blackie. Ja, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Elodim zu einem neuen Part. Miitopia mit Blackie. Hey Blackie. Hey Blackie. Ja. Und natürlich dem Zwergenfürst. Weiß nicht, wo der abgeblieben ist, aber ja gut. Heute hier in weit gereist zu anfangs. Ich bin ein bisschen verwirrt, weil jetzt über ich Blackie störe. Aber was soll's? Diese Süßigkeit war so lecker. So etwas Süßes habe ich im ganzen Leben noch nicht gegessen. Ich wünschte, ich könnte das noch einmal essen. Ja, deren Quest haben wir im vorletzten Part, glaube ich, abgeschlossen, ja. Und heute werden wir uns mal in die Quest hier wagen. Das Spiel will, dass wir hier weitermachen. Es ist so anstrengend, beliebt zu sein. Tag ein, Tag aus bin ich so beschäftigt. Vielleicht sollte ich wirklich ein Weilchen davonlaufen. Die Frostwindspitze scheint als Rückzugsort, ja, ideal zu sein. Kannst du mich dorthin begleiten? Du brauchst Urlaub. Die Frostwindspitze scheint ideal zu sein. Bringe mich dorthin. Dafür gibt es ein Bizepsschwert. Na dann, für ein Bizepsschwert werde ich das doch gerne annehmen, diese Quest. Dann holen wir uns doch mal das Bizepsschwert. Worauf warten wir noch? Ja, dann auf zur Wetterspitze oder wie hieß es? Genau hierhin. Oha, was los? Hier sieht es aber ziemlich stürmisch und kalt aus. Oha. Aber wo, was ist mit Zwergi los? Ich bin ja gar nicht mit dabei. Ich gehe mit nach unten. Ausflüge ins Ungewisse. Sie liebt also Ausflüge ins Ungewisse. Schneemaulwurf. Okay, mit den Maulwürfen habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Das mag ich nicht so sehr. Ich kann gar nicht mitkämpfen. Ich bin nicht mit im Team. Was zum? Nein, das ist nicht so gut. Das gefällt mir nicht. Megafeuer. Okay, vielleicht können wir den ja trotzdem irgendwie besiegen. Ohne dass ich dabei sein muss. Ja, wir haben es geschafft. Aber was ist mit mir los? Ich sehe hier nur Blackie, Evil Zwergi, Annelie und Donald. Und wo bin ich geblieben? Bonus ERF. Ich muss wahrscheinlich noch irgendwo im Gasthaus rumliegen. Ich faulenze heute ein bisschen. Babybecher. Nein, durchgehend faulenze ich gar nicht. Aber was soll's? Mein Mimi, der faulenzt. Und zwar richtig. Gigablitz. Ich bin mir nicht sicher, ob das Gigablitz hier ist, aber egal. Ich hab's so gelesen. Los! Attacke, Doppelblitz. Doppelhieb hieß das. Ah, ich kann nicht mehr lesen, oder? Das stimmt rein, dass ich Doppelhieb. Oh, solche Feuerattacken, die dürften was bringen. Und die Köchin kann auch gut angreifen. Die ist auch gut mit dabei. Ja, zwei schlafen hier. Die pennen da einfach im Schlaf, einfach im Kampf ein. Im Schlaf einpennen ist auch so eine Sache. Wie geht das überhaupt? Ich schätze nein. Bonus ERF, die kriegt immer noch, der Evil Zwergi, der ist immer noch hoffnungslos unterlevelt. Der soll mal aufgelevelt werden. Und weiter geht's in der Frost hier hoch. Es ist ganz frostig und kalt. Und wir gehen immer noch weiter. Die Becher, ja, hier gibt's Eisbecher in den Schatztruhen, als ob es nicht schon kalt genug wäre. Oh, das Gasthaus. Dann schauen wir mal nach Zwergi. Tada! Zwergi fühlt sich wieder schon besser. Schon wieder besser. So rum. Ich war wohl erkältet. So sah es aus. Dua, dua. Genau. Level 5, Bekannte. Loben gelernt. Na denn. Was läuft bei Donald und Evil Zwergi? Machen wir uns zu echten Kampfmaschinen. Wir brauchen Ergebnisse. Training, hurra!
Diese Dialoge hatten wir auch schon so oft. Wir sind irre synchron. Ah, das, wie das zieht. Neben Muskeln stärkt das Training auch die Freundschaft. Da-dum. Du-ha. Genau. Den Sound hatte ich vermisst. Vergessen auch schon fast. Bei den dicken Freundschaften hier kommt immer so dieses immer so ein komisches Zwischendings. Ich weiß es auch nicht mehr. Oh, ein Pünktchenanzug wäre der Traum von Evil Zwergi. Na dann, gönn dir. Du hast 5 verschiedene Anzüge, die bevorzugte Kleidung der Vampire gesammelt. Was, Anzüge sind deren bevorzugte Kleidung? Naja, die hätte ich aber anders genannt. So, ich habe mal die Kamera zum Laden gesteckt. Also, muss jetzt irgendwie so gehen. Hey, Judah, hör mir mal kurz zu. Das ist doch wieder Richard Castle, der Quizfreak. Wer könnte mal weiter spielen? Ich bin es, der einzig wahre Quizfreak, Richard Castle. Das haben wir auch lange nicht mehr gemacht. Finden wir heraus, wie viel du wirklich weißt. Müsst auf eine Runde Allgemeinwissen. Aber immer gerne Allgemeinwissen mache ich doch immer. Ganz, 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 ganz gerne. Lasst uns gleich anfangen. Joa, da haben wir Allgemeinwissen. Es gibt 3 Fragen, da fangen wir an. Na denn, gib her. Frage 1. Wie viele Arme hat ein Tintenfisch? Ah, das haben wir schon mal versaut. Das sind natürlich 10. Das ist kein Oktopus. Richtig. Gut gemacht. Frage Nummer 2. Was steckt in den Höckern eines Kamels? Fett. Das hat letztes Mal Markus schon versaut. Deshalb weiß ich's. Frage 3. Diese Frage ist Frage Nummer... Frage Nummer 3. Was für eine Frage. Die andere Version, die andere Antwortmöglichkeit wäre übrigens Frage Nummer 4 gewesen. So viele Fragen gibt es gar nicht. Mit ein bisschen Allgemeinwissen. Ist das auch keine starke Leistung. Glückwunsch! Du hast mich glatt geschlagen. Ist ja halt Allgemeinwissen. 5 HP-Bananen gibt es dafür sogar. Man sieht sich. Naja. Allgemeinwissen kann halt auch die Allgemeinheit wissen. Es ist halt eben so. Und da kommt auch schon das nächste Monster. Das ist ein Schneegreif. Na, darf ich nicht, dass ich ins Schnee greif. Ja, es wird nämlich ziemlich kalt, wenn ich ins Schnee greif. Ja. Da würde ich mir fast die Finger abfrieren. Ja, also das wäre ziemlich kalt für mich. Das würde mich das ausschalten. Und Evil Zwergi, der sieht auch ganz nice aus. Und dort in der weißen Kluft mitten im Schnee. 700. Die habe ich jetzt mal kassiert. So ein Mist. Ich wollte es eigentlich Evil Zwergi geben. Hab's verwechselt. Kennt man den Unterschied ja nicht. Ja, kann man schon mal verwechseln. Evil Zwergi und der echte Zwergi. Sehen ja sich ziemlich ähnlich. Aua! Das dürfte doch gar nicht so wehtun, wenn du in den Schnee fällst. Na komm, Evil Zwergi. Mach mal. Sei mal ein bisschen besser, ein bisschen gut. Dankeschön. Sei mal ein bisschen gut zu den anderen. Das hilft bestimmt. Ich weiß, du bist eigentlich Evil Zwergi, aber boah, auch Evil Zwergi kann mal gut sein. So, hinauf, hinauf, hinauf. Ich gehe immer den Weg hinauf. Wenn es eine Weggabelung geht, dann gehe ich immer hinauf. Ein Schneegreif und ein Schneemaulwurf. Na toll, beide zusammen. Die Kombination, die könnte etwas knifflig werden. Aber halt nur etwas. Ich habe dir eine Fetzende Formel auf jeden Fall. Ich merke jetzt erst, wie der Schneeboden sich unter uns wegbewegt. Seht ihr das auch? Ja klar seht ihr das. Auwei. Ich gönne mir mal eine HP-Banane. Habe ich lange nicht mehr gemacht. Mega Feuer. Komm, die müssen wir doch besiegen können. Zack. Alles in Ordnung. Blackie. So. Irgendwie Freunde. Ja, irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Ah, ist irgendwie gruselig, wie der Boden sich bewegt. Müssen wir auf den Brunnen gucken. Ah, da wird mir ein bisschen schlecht.
Also guck nicht auf den Boden. Gunnar Waldorf. Ja. Liebe Zwerge hat übrigens noch keinen Spruch. Und dem muss noch einen besorgen, einen Spruch. Vielleicht denkt ihr euch mal einen aus und schreibt ihn mir in die Kommentare. Vielleicht kann ich es dann im nächsten Part mal einbauen. Und wäre die Möglichkeit. Noch nicht Level 20, aber ein paar Erfahrungspunkte für die Evil Zwergi. Ob Lucina irgendwelche Geheimnisse hat. Ich weiß nicht, wer Lucina ist. Ich kenne mich da wirklich nicht aus. 3 Spielscheine erhalten. Ich bin, ja, obwohl. Könnte sogar etwas sein, was ich so schon mal im Vorbeigehen gesehen habe. Irgendwas mal so vom Hören sagen. Lucina, ja, könnte. Nee, kenne ich nicht. Wirklich nicht. Ich dachte, das ist was ich mal irgendwo mal gehört habe, aber nee. Absolut nicht. Nee. Mir völlig unbekannt. Oha, ein Cyberkittel wäre der Traum von Zwergi. Ja. Muss leider auch ein Traum bleiben, weil der kostet 9000. Ich habe 7000 auf Vorrat, was schon viel ist, aber der Kittel ist halt arschteuer und ja, können wir uns halt nicht leisten. Hat Donald vielleicht einen bescheideneren Traum? Ja, einen sehr bescheidenen Traum. 2500 für ein Herzchenpanzer. Ja, lass stecken. Habe ich es ausgegeben. Ja, ja. Dann könnte er sich halt. Oh, kack, das wollte ich nicht. Ah ja, Shift happens. Da er ja nicht mitkommt, muss ich mir die Schande seines Outfits nicht ansehen und muss sie nicht ertragen. Vielleicht könnt ihr ja gleich mal im selben Zug, wo ihr reinschreibt, wie eine Phrase für Evil Zwergi sein sollte, mal reinschreiben, was. Jetzt habe ich vergessen, was ihr reinschreiben solltet. Na, schreibt irgendwas rein. Irgendwas wollte ich jetzt mitteilen, aber ich habe so lange über den Satz nachgedacht, über die Satzbildung. Achso, ja, ihr sollt reinschreiben, wer Lucina ist. Das würde mich interessieren. Michael R., bei Michael R. war das auch schon so. Da habe ich mal nachgesucht, habe ich mal gegoogelt. Ich habe nichts Wirkliches gefunden. Ich habe viele Michael R.s gefunden, aber kein Promi, der wirklich, ja, nach dem mir aussehen würde. Lucina kennt oder sowas. Lucina oder wie sie ausgesprochen wird. Wenn ihr euch ja auskennt, teilt es mir mit, damit ich auch ein bisschen klüger werden kann. Oh, der Evil Zwerg ist schon Level 20, das freut mich doch. Langsam holt er auf. Ich muss mich ins Zeug legen. Boah, und da schläft so ein Dianini mitten im Schnee. Ja. Ja, kann ich nicht verstehen. Das musste erstmal passieren, in dieser Arschkälte einschlafen. Das ist da, frierst du auch wirklich ein. Ich glaube, die wacht so schnell nicht mehr auf, wenn die in dieser Kälte einschläft. Und bei Mintopia ist das ja zum Glück so, dass die wieder aufwachen, auch wenn sie tot sind. Wie es gleich bei Evil Zwergi der Fall sein wird. Oder auch nicht, wenn Blacky ihm eine HP-Banane gibt. Oh, die Christian ist ja auch mit dabei. Die kann die Blacky heilen. Ich setze nochmal fetzende Formel ein. Und erledige die beiden Schneebären. Oder Schneeeis, Schneemaulwürfe waren es, keine Bären. Ich nehme Sturm weiter, weil die stürmt so extrem. Oh, Annelie ist wieder da, nice. Ist sie doch nicht erfroren. 1180 Gold. So, ich frage mich, was wohl Lucina so mag. Es wird dunkel. Zelten. Ah, alles ist klar. Natürlich zeltet man in so einer Landschaft. Ja, ist doch nicht so, als würde das Zelt schon durch den Wind, den man sieht, weggeweht werden. Es ist ja einfach. Habt ihr den Boden mal geguckt? Habt ihr auf den Boden geguckt? Hättet ihr gesehen, dass der Wind einfach schon den Boden abträgt? Wie kann da überhaupt ein Zelt stehen in diesem Treibschnee oder so, in dem Treibsand oder. Ach, egal. Mitobia und seine Logiken, das ist ja sowieso schon sehr, sehr räudig. Langsam Zeit zum Schlafen. Es ist zu gefährlich, wenn alle zu gleich schlafen. Ja, ist nicht nur gefährlich, wenn alle zu gleich schlafen, sondern ist generell gefährlich, hier zu schlafen. Aber gut,
Jemand muss aufbleiben und Wache halten. Na, dafür wird der Evil Blacky verdonnert. Oh, schon keiner. Ich kann wach bleiben. Evil Blacky sieht müde aus. Ja, komm vor. Schnee. Und dann kam der Morgen. Zwiggy wurde von dem Treibsand, dem Treibschnee weggespült. Auch der Rest des Teams wurde in die Lawine reingewühlt, weil das Zelt zusammenbrach und unter einer Schneemasse begraben wurde. Nee, leider nicht. Evil Zwiggy schläft. Wach auf! Leider nicht, doch jetzt ist er wach. Aber er hat geschlafen, hat keiner Wache gehalten. Ein Yeti kommen können und uns angreifen können in der Nacht. Uns überrumpeln können. Fiese Formel. Das Team ist übrigens nicht geheilt. Nicht wie in Gasthäusern. Interessant, dass eine Campingübernachtung nicht dieselbe Erholung bringt wie ein Gasthaus. Ja, dieselbe Erholung ist klar. Aber dass es absolut keine Erholung bringt, das hätte ich nicht gedacht. Ist klar. Selten ist so ein bisschen was anderes, als in ein Gasthaus zu kommen. Mitunter logisch, dass man halt am nächsten Tag nicht so erholt ist, wie wenn man in einem Gasthaus pennen würde. Ja, jetzt mal die fetzende Formel und einen von diesen Dingern wegmachen. Blacky ist dran. Ich mach sie weg, genau. Mach die Greifs weg. Schneegreifs. So, Evil Zwecke ist dran. Haut rein und erledigt's. Das von Zwecke zu sehen, er hat's geschafft. Das war's wohl. Andi war trotzdem die Stärkste, wie es aussieht. So, hoffentlich bald ein Level-Up für Zwecke. Für Evil Zwecke natürlich. Und ein Gasthaus. So. Sim. Sarah ist auch wieder gesund. Ja, von mir aus. Mich, was wohl Lucia so mag. Da haben wir eine Schneebanshee. Nein, eine Schneefrau. Die komischerweise nicht mehr Banshees heißen, sondern nur noch Frauen. Ein Fossil und ein Schneemaulwurf. Fetzende Formel. Das waren wohl nur in der ersten Welt. In Anfangs waren das wohl nur Banshees. Später wohnen das wohl dann zu Frauen, sind dann echte Frauen geworden, sind wohl Erwachsener geworden, seit Anfangs. Und wusste gar nicht, dass die kindliche Form von Frau jetzt Banshee heißt. Ja, aber von mir aus. Aus können sie auch Banshees heißen. So. Evil Zwerge kriegt sein Level Up. Level Up für Evil Zwergi. Eisiger Nebel gelernt. Lass alle Gegner mit einem eisigen Atemhauch einfrieren. Das passt doch perfekt zu dieser Gegend. In dieser Attacke. Banshee-Tränen. Doch, Banshee-Tränen. Also was jetzt, Banshee oder Frau? Vielleicht geht ja beides. Ja, vielleicht geht beides. Ich könnte es mit der ganzen Welt aufnehmen. Sogar den Evil Zwergi. Schneemaulwurf, Schneegreif und Schneemaulwurf B. Ja, wir greifen ihn an, den Schneegreif. Wir greifen ihn so doll an, dass er bald in den Schnee greift und ja, Game Over ist. Dann heißt es Game Over und dann gibt es kein Schneegreifen mehr für dich. Und dann haben wir dich besiegt, bezwungen. So. Ich hoffe, wir kriegen es dann auch mal hin. Momentan sieht es noch relativ unbesiegt aus. Okay, die Küche kümmert sich. Oder auch nicht. Kümmert sich eher offensiv. Einmal Impuls haben wir schon lange nicht mehr eingesetzt auf den Schneegreif. Den wollen wir erledigen. Und zack, volle Möhre. Volle Möhre, volle Röhre geht auch. So, hatten wir es dann mal. Schneegreif. Ich hätte ewig so weitermachen können. Groß ERF auf, naja, Evil Zwergi. Soll er weiterhin kriegen. Sein Bonus. Deli Becher. Hui.
So ein neues Abenteuer wartet. Wieso? Schon wieder ein neues Abenteuer? Ich dachte, wir müssen das erstmal abschließen. So, ich fühle mich fit wie noch nie, ebenso. Okay, was haben wir hier? Eine Schatztruhe. Öffnen wir sie. Hurra, Schwert-Sashimi. Ich weiß nicht, ob man da Hurra sagen kann, aber ja. Scheint eine Art Fisch zu sein und eine Art Fisch gefällt mir nicht. Schmeckt mir nicht so lecker. Gab kein Monster auf der letzten Ebene. So, wieder alle ausgeruht, dann kann es ja mal ordentlich weitergehen. Immer noch, aber bald haben wir doch das Ziel erreicht und kriegen dann unser Muskelschwert oder wie hieß das? Schwert, genau so hieß das. Bizepsschwert, das werden wir uns heute holen. Egal wie lange das noch dauern mag, das kriegen wir noch hin. Aber ich denke, wir sind bald da. Sind wir bald da? Genau so. Aber wir sind bald da, Leute. Dauert es nicht mehr lang. Das sah schon auf der Karte ziemlich nach Ziel aus. Das könnte schon fast erreicht sein. So viel dazu. Bonus EF gibt es hier nach jedem Kampf. Gut für jeden Zwecki. Dadurch wurde der ordentlich hochgelevelt. Ich bin Nuchina. Ja, dann verrat mir auch, wer du bist. Sag, Evil Zwecki, hast du eigentlich einen Schlachtruf? Ja, jetzt wird's gefordert. Ich hab nix. Konnte auch nicht in die Kommentare gucken. Die hoffentlich jemand was geschrieben haben wird. Ich hab's schon dreimal erwähnt in diesem Part. Macht es bitte. Schreibt einen schönen Schlachtruf für Evil Zwecki rein. Ich hab keine Idee. Habt ihr Ideen? Haut's raus, bitte. Aber hallo, lass mal hören. Nein, hab ich nicht. Abbruch, Abbruch. Nee, mir fällt keiner ein. Oh, wie schade. Ja, ich hoffe, euch fällt einer ein. Weil Evil Zwecki selbst, dem fällt keiner ein. Ja. Sagt jemand, ist Evil Zwecki eigentlich berühmt? Wahrscheinlich noch unberühmter als der echte Zwecki es eigentlich ist. Also würde ich die Frage mal getrost mit Nein beantworten. Sofern es überhaupt jemand im Team ist, wenn überhaupt jemand berühmt ist. Okay, Lucina könnte berühmt sein unter Umständen. Oha, das Team. Oh, Power. Die haben sie alle eingesetzt und jetzt können wir ordentlich weiterkämpfen. Juhu, ah, mit den Ultrasteuern wird das wohl schaffbar sein. Mampf, die feurige Sache. Juhu, ich greife auch an, ich bin auch ultrafiziert und wir haben es geschafft. Casa del Menu. Haben wir 18,50 gerettet. Level 29. Die ist bald Level 30. Hat die was erreicht, was ich glaube ich auch noch nicht geschafft habe. Level 21. Roads to Level 22 für Evil Zwecki. Ich muss mich ins Zeug legen. Achso, der spricht anders. Ich muss mich ins Zeug legen. So ungefähr. Weiterziehen. Oh, Kacke. Jetzt habe ich die Sache einfach dort stehen lassen. Ja, von mir aus. Einfach mal ausnahmsweise mal Schatztruhe stehen lassen. Mache ich eigentlich nicht gerne, aber ja. Ich besorge die mir dann irgendwann mal aufscreen. Das erledige ich dann im Nachhinein. By the way, mal so ziemlich das aufwendigste Projekt im Schnitt, was so, naja, außer Tomodachi Life. Tomodachi Life ist auch noch ein bisschen aufwendiger. Oha, da wird ihr Gesicht wieder geklaut, wollte ich nur mal gesagt haben. Das dauert, bis ich einen Miitopia-Part geschnitten habe. Und das dann täglich zu bringen, das ist schon ein ganzer Brocken. Fetzende Formel auf einen einzigen Gegner. Naja, was soll das? Ich hoffe, es hat das gebracht. Vorbereitung ist das, wenn ich nicht ihre Hose haben. Ach man, dieses Fortwehen, das ist immer so eulig. Muss man warten, bis der Rest des Teams wieder her ist. Und wieder Annelie. Wie kannst du nicht mal die Zwecke wegwehen? Das ist, als man die richtigen wegwehen. Mann. Gibt's doch nicht. Beziehung auch auf mich. Dann kann ich vielleicht ein bisschen angreifen. Juhu! Zack! Juhu! Ich helfe dir! Zack, zack! Na komm, das werden wir doch hinkriegen, das kriegen wir hin. Der Schutz von Evil Zwecki ist gebrochen. Das andere nie wieder.
Platzierung und der Evil 2 hat einen Schutz. Ich glaube, der hat es besser nötig. Hat mehr nötig. Zack, zack. Zu zweit. Ja. Oha, hin fortgewehrt. Wie bad. Ich auch. Was? Nein. Ich kann ordentlich wenig machen. Das ist kacke. Aus die Ruhezonen zu verwalten. Was? Ich bin allein. Das Teammitglied. Das geht doch nicht. Wenn dieser gleich besiegt ist. In so einem Kampf zu bestreiten. Das wird doch nichts. Wie kann das was werden? Oh, zum Glück hatte sie Schutz. Das Zwecki wieder. Das Blacky wieder. Das Andi wieder. Vollständig. Fetzende Formel. Obwohl es nichts bringt, aber was soll es? Auf ihn. Auf ihn mit Gebrüll. Ich muss die Steuer verwalten. Ich werde wieder weggeweht. Das gibt's doch hier nicht. Die kommen schon. Ultrasteuer. Weggeweht. Nice. Obwohl ich weggeweht wurde, haben wir den Wirbelwind weggeweht. 49. Einer fehlt noch. Das haben wir erstmal geschafft. Ich hätte ewig so weitermachen können. Ich nicht. Ich wirklich nicht. So holen wir uns den Bizeps-Schwert. Das Bizeps-Schwert. Ja, hier gibt es ein bisschen Bonus und ein Level-Up für Evil Zwergi. Und ich weiß schon, wo wir die Feenklasse bekommen. Ich würde sagen, da gehen wir im nächsten Part hin. Und ja, das erfahren wir im nächsten Part. So, jetzt kriegt sie erstmal ihr Gesicht zurück und gibt uns das Bizeps-Schwert. Das muss jetzt irgendwie ins Thumbnail und in den Titel. Ich weiß noch nicht wie, aber irgendwie muss ich das hinkriegen. Seit irgendeinem Besuch hier ist mir keine Ruhe vergönnt. Das Monster war bestimmt auch ein Fan von mir. Naja, Abwechslung ist auch erholsam. Insofern danke ich dir. Bizeps-Schwert! Naja, nice. Bizeps-Schwert! Ausrüsten! Und nehme den Bizeps-Schwert. Aber jetzt sollte ich zurückkehren. Freut euch, meine treuen Fans. Okay. Die hat Fans. Irgendwie schon. Irgendwie muss ja bekannt sein. Du hast die Quest von Nuchina abgeschlossen. Ich da mal nicht irre. Das ist einfach nur so ein erstelltes Mii ist von irgendwem. Ein drauf reingefallen. Zwar nicht öffentlich vor der Kamera, aber Annelie hat sich in der Erkältung eingefangen. Naja, durch so einen Sturm kann man sich mal in der Erkältung einfangen. Und was auch passiert, ist das Ende dieses Parts. Gute Bekannte. Krankenbesuch gelernt. Das Donald, du sagst's, Evil Zwergi. Es ist genug für heute. Wir machen an dieser Stelle Schluss. Däumchen nach oben, sollte euch dieser Part gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr auf meiner Kanalseite seid und ja kein Video mehr verpassen wollt mit dem Zwergenfürst, wenn ihr den nächsten Part von Miitopia nicht mehr verpassen wollt. Ansonsten wünsche ich euch noch was und habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Ja, haut drinne. Ciao, ciao.